Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. Wir haben uns in neue Gefilde begeben. Yanta ist eben jenes Gebiet und der Eingang muss hier irgendwo sein. Leider haben wir mittlerweile... Mittlerweile Untote am Arsch. Aber wir haben auch erstmal andere Sachen zu tun. Deswegen gibt's auch an der Stelle direkt schon die erste Cut-Stelle. Da sind wir auch schon wieder. Es wird nämlich Zeit, dass wir mal hier ein klein wenig mit unseren Herrschaften aufräumen. Diese Viecher. Und... ja, ich wollte gerade sagen, ausgerechnet, jetzt kommt gerade ein kleiner Hänger. Ganz ruhig. Immer ungefähr in der Mitte der Säule bleiben. Falscher Zeitpunkt für Ruckler, mein Freund. Falscher Scheiß-Zeitpunkt. Ach, kacke, wie viele Medikits. Was ist denn das hier für eine Begrüßung, bitte? Ich komme hier an und... ups, falscher Knopf. Und werde hier direkt angeschossen. Banditen? Ah, die neue Pistole ist wesentlich effektiver als das alte Modell, was ich nutzte. 4 Kilogramm Anzug. Ach ja. Gut. Es steht ja jetzt schon mal nochmal fest, dass wir hier Feinde haben, die jetzt mittlerweile schon etwas schwerer bewaffnet sind, aber jetzt auch nicht wirklich so gefährlicher sind. Da vorne ist auch schon wieder jemand. Schmeck mein Bonbon. Das ist kein Feind. 6 Leute, 5 sind hier markiert. Holy shit! Okay, da habe ich ein bisschen verkackt. Ja, Hauptmenü, der letzte Spielstand. Das dürfte, glaube ich, der Autosave vorne am Eingang sein. Klassisch. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz aufgepasst. Peinlich, peinlich. Zack, Schraube. Weise mir den Weg, oh allmächtige Schraube. Du bist mein Meister. Okay, jetzt geht's los. Oder auch nicht. Wobei doch, mein Radar zeigt 5 Feinde im Umkreis an. Ich weiß schon, wie ich den Überraschung mache. Bitte sehr, ihr Arschlöcher. Oh yeah! Nice, ich habe die gesamte Einheit mit einem Schlag vernichtet. Oh ja, Leute. That's how I roll. Warum hast du bitte ein Forscher-Medikit dabei, du Penner? Gut, egal. Hier hast du Spielzeug.
Scheine ich wohl ein wenig Aufmerksamkeit erregt zu haben. Auf geht's. Ja. Er ist da am Boden. Zack. Falscher Zeitpunkt zum Klemmen, mein Freund. Okay, ich glaube, es ist jetzt kein Feind mehr hier oben. Sieht wohl so aus, als ob ich gleich mal die Waffe wechseln darf, wenn mir die Munition... Die haben sogar Forscher? Okay. Mir egal, soll mir recht sein. Ich mach da keinen großen Unterschied, wen ich erschieße. Den Herrn hier konnte ich jetzt gar nicht looten, da er in sein Verderben gefallen ist. Aber soll mir auch egal sein. So, wo ist jetzt das Banditenlager? Ach, nicht Banditenlager, das Söldnerlager, was ich hier... Die Söldner... Okay, ich soll sie eigentlich alle ausschalten, jetzt wo ich das hier gerade mal so sehe. Nun gut. Wenn das meine Aufgabe ist, dann werde ich sie natürlich zur Zufriedenheit erfüllen. Das ist kein Feind. Man muss ja eigentlich immer sehr gut differenzieren können, ob man auf wen man schießt, weil wie bei meinem einen Versuch hat man ja gesehen, was passiert, wenn man die falsche Person anschießt. Nice. Dann hat man nämlich schnell Ärger an der Backe und mit der Scheiße darf man sich dann rumschlagen. So komme ich nicht da rein. Er geht einfach durch das Radioaktive da scheinbar. Das interessiert ihn gar nicht. Na komm, und... Hier rum. Ist ja am Bahnhof, oder? Wo auch die ganzen Forscher lagen. So, nur ein Gebüsch. Warum wird es jetzt eigentlich wieder hier so schlagartig dunkel? Na gut, wie gesagt, soll mir eigentlich egal sein. Ich möchte jetzt hier erstmal looten. Loot, 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 loot. Ah, und ich habe ja noch das Laufwerk. Ich muss nochmal zum Wirt zurück. Warum schießt man eigentlich auf Forscher, frage ich mich. Ich meine, ist halt mal nicht irgendwie so die massivste Verschwendung an Munition und Ressourcen, die ich je gesehen habe. Das nehme ich dir noch ab und wird verkauft. Wie sieht's mit der Waffe aus? Die ist noch fast vollständig ganz und hat dann schon Ladeprobleme. Also teilweise frage ich mich echt... was hier eigentlich abgeht. Gut, jetzt muss ich nur irgendwie meinen Weg hier durchfinden. Okay, sieht nicht so aus, ob ich hier hinkomme. Aber hier dürfte das klappen. Ich würde sagen, dachte ich jedenfalls. Hier oben ist eine Leiche, habe ich das richtig gesehen? Nein, habe ich nicht. Mein Radar muss wohl wieder irgendwas gesehen haben. Oh, ich glaube, ich bin richtig. Eingesammelt.
einer. Okay, das ist gerade irgendwie seltsam. Ich soll hier die Banditen und so ausschalten, aber ist doch hier niemand mehr. Du bist kein Feind, also habe ich mit dir nicht viel am Hut. Seltsame Geschichte. Gehen wir mal zum Wirt zurück. Und hier gibt es dann wieder den obligatorischen Cut. Und da bin ich auch schon wieder. Die wunderbare Welt von Tschernobyl. Man hat immer wieder Überraschungen und Handel zu betreiben. Ich kann immer noch nicht meine Aufgabe erfüllen und Spatz umnieten. Weißt du, wenn wir schon dabei sind, nehme ich da direkt mit und verkaufe das. Da ich den Herrn ja nicht einfach töten darf, da das anscheinend ein Problem für die allgemeine Sicherheit darstellt. Und warum geht er dann bitte nicht da weg? Bin ich einfach nur zu doof oder muss ich Stealth Kill machen? Ich sagte, komm rein. Steh da nicht rum. Obwohl letztes Mal. Okay, ich habe mich danach geschossen, aber. Da kannst du nicht rein. Habe ich nicht vor, wo ist der. Wo ist der. Ich würde sagen, wo ist der Dicke? Professor Kuglow, ich bin hier wegen des Auftrags. Handeln. Ja, super. Er verkauft mir immer noch nichts Gescheites. Was mache ich nur mit dir, alter Mann? Was mache ich nur mit dir? Mal sehen. Wir müssen ja hier jetzt ein wenig darauf achten. Ja, das brauche ich und das brauche ich. Der Anzug ist recht in Ordnung. Aber wir sind ja schon recht weit eigentlich. Ich brauche einen Auftrag. Hast du was? Oh, hat er nicht. Habe ich denn von dem noch Dokumente? Söldner und so ausschalten, den Stalker namens Spatz, Wildschweinhuf besorgen und das Artefakt Blitz. Ah, verdammt nochmal. Okay, ich muss. Ach, jetzt bleibe ich auch noch an der verdammten Kante hängen. Ich muss mal gerade gucken. Ein klitzekleines bisschen Micromanagement. Reden wir erstmal einmal kurz mit dem Spatz. Vielleicht kann ich dem ja dazu überreden, dass er mitkommt. Ey, du Sack. Oh, hi. Hab mit kurz mit dem Gedanken gespielt, aber dann dachte ich, zur Hölle damit. Irgendwann ziehen sie mir dann. Was? Ziehen sie mich noch ein? Diese Art Disziplin kann ich nicht gebrauchen. Ich kann den Typen nicht einfach killen. Das ärgert mich irgendwie, weil das ist. Wenn man eine Mission kriegt. Ich meine, okay, hier ist es ja schon öfters so, dass man so ein paar Aufträge hat, wo man so ethnische Gedanken haben muss, sag ich mal, oder so Ethik. So nach dem Motto, tötest du jetzt einfach irgendjemanden, um deinen Reichtum zu kriegen, oder bist du dann doch lieber vernünftig und sparst dir unnötige Gewalt? Seele lagern wir mal da rein. Das ist so ein seltenes Artefakt, verdammt. Ich möchte das nicht eigentlich einfach abgeben. Eine Special Pumpgun. Wohl was? Lese ich da? Ein kleines Fragment des Artefakts Gravit wurde in den Lauf eingebaut, um die Fluggeschwindigkeit der Kugeln zu erhöhen. Okay. Das ist ja sturmgewehrmäßig. Der Schaden ist schon enorm. Ein enormer Unterschied. 3,9, 3,2. Die Munition hier ist leicht, aber das Problem ist, die Waffe schießt nicht die Munition, die jetzt gleich hauptsächlich, sag ich mal, gedroppt wird. Ach, so eine Scheiße. Wie mache ich das jetzt? Erstmal. Ich würde sagen, was ich nicht brauche, lege ich alles ab. Unnötiger Ballast kann ich nicht gebrauchen. Ich habe zwar immer noch kein Exoskelett, aber das macht auch eigentlich nichts.
Wie mache ich das jetzt? Scheiße. Ja, zum einen kriege ich da mehr Munition mit der. Moment, kann man das eigentlich auch auf eine M4 draufschrauben? Ich nehme das einfach mal mit. Dann machen wir das so. Das verkaufe ich jetzt. Das behalte ich noch dabei. Dann nehme ich die Munition mit. Zumindest ein Stück. Ja, okay. Ein Stück davon. Alles. Shit. Gucken wir mal eben so. Das Gewehr geht ja sowieso noch weg. Jetzt brauche ich nur irgendwie, muss ich, ja, schleunigst an eine M4 kommen, fällt mir gerade auf. Weil die M4 kann ich aufrüsten und die ist ein bisschen mobiler. Allerdings, die G36 hat schon ein Magazin dran. Ach Gott, Entscheidung über Entscheidung. Was macht man, was soll man machen und wie man macht, macht man falsch. Raus hier, Stalker. Wenn du mich irgendwann die Fresse hältst, kill ich dich. Bam, 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 bam. So geht das schneller, lalala. Gehen wir hier runter. Ich sagte, komm rein. Steh da nicht rum. Da kannst du nicht rein. Irgendwann werde ich mir den Synchronsprecher suchen, an welchem sagen, warum hast du das nicht verhindert, dass die sagen, dass du das immer wieder sagen sollst. Wenn er nicht weiß, wovon ich rede, sage ich Stalker. Fucking Stalker. Okay, anscheinend habe ich jetzt hier keine M4 mehr. Ich muss auch schon, ich sehe gerade, die Zeit ist rum. Ich muss auch jetzt an der Stelle erstmal dann den Part beenden. Ich danke natürlich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.